Hallo Freunde und willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Vom Wegpunkt aus, den wir jetzt gerade am Ende letztes Mal freigeschaltet haben, laufe ich jetzt erstmal ein Stück weiter. Das war nicht so toll. Du siehst auch ein bisschen böse aus, leider. Okay, so was hatte ich vor. Oh, jetzt hat es nicht getroffen. So, ne, jetzt haben wir nicht genug Magie. Also der Handschuh ist nur nicht bereit, weil wir zu wenig Magie haben. Sprich, oh, es macht sogar 64 Schaden an ihm. Das ist natürlich relativ nice. Hat er wahrscheinlich eine niedrige Magieresistenz oder so, ne? Oha, toll. Und mit unserer Waffe hier machen wir 3 Schaden. Das ist natürlich richtig toll. Das spornt natürlich an, einen Fighter zu spielen. Oh, komm schon. Kann ich nicht so ganz viel um dich rumlaufen? Ne, du kämpfst irgendwie so an der Wand so ein bisschen, ne? Freundchen. Oh, aua. Da hat er einen Dreierschlag rausgehauen. Und 2 erwartet. Na komm. Ah, ja. Kannst du nicht mal einen schweren Angriff machen oder so? Dann hätte ich mal so ein bisschen Zeit, um von hinten drauf zu hauen. Nein. Willst du das nicht? Müssen wir echt 5 Minuten gegen dich kämpfen? Okay. Ja, machen wir, ne? Boom. Hier steht ja auch vor allen Dingen direkt der Punkt hinter uns. Also wir können das... What? Okay, der ist mir zu schwer. können ja jederzeit da dran, sobald er tot ist wieder. Aber, Alter, der hat gerade 137 Schaden gemacht. Das ist unnormal. Jo, muss ich vielleicht doch schwere Rüstung wechseln? Ich weiß es nicht. Boah, der haut doch unsere ganze Ausdauer mit einmal weg, ey. Richtig unnormaler Typ, ey. Ja, das läuft bei ihm, ey. Unnormal. Zack. So. Wie machen wir das denn jetzt? Scheint ja nie... Oh Gott. Also ich brauche gar nicht zum Angriff ausholen, während er auch zum Angriff ausholt. Das ist Selbstmord. Aber ich finde, ich habe noch kein Zeitfenster gefunden, in dem ich ihn angreifen kann. Oh, das ist unnormal. Boah, für den dritten Schlag hätte ich sogar nicht mal genug Ausdauer zum Abwehren. Mir gerade noch aufgefallen. Alter, das ist echt heftig. Oh, ah, okay. Scheiße, ich habe es gerade irgendwie gehabt und dann verkackt. Zack, und jetzt hau drauf. Oh, Mist. Oder hat er einfach nicht genug Ausdauer oder wie habe ich das hinbekommen? Zack, und jetzt. Nee, irgendwie. Boah, mies. Mies. Wir können aber nochmal mit dem... Ach so, scheiße, Waffe wechseln andersrum. So. Bumm. Genau. Boah. Komm, hau ihn weg. Ne, manchmal blockt er das auch. Hä, okay. Was? 118? Alter. Ich muss ja jedes Mal einen Pott nehmen, wenn er mich trifft. Das ist ja richtig heftig, ey. Oh Gott, Magiehandschuh ist noch nicht fertig. Na komm. Zack. Ja, zumindest macht er ein bisschen Schaden. Ich hab fast das Gefühl, wir machen durch den Magiehandschuh mehr Schaden an dem, als durch normale Angriffe. Ist wahrscheinlich auch bald so, ne? Oh Mann, ey. So. Na komm. Hau die Verteidigung weg oder lass es halt sein. Mach's halt einfach nicht. Auch gut. Ja. Jetzt weghauen und jetzt draufhauen. Oh. Ja. 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 Oh, jetzt haben wir es. Sehr schön. Okay. Boah, der hat sich aber hingezogen. Meine Herren. Eieiei. So, warte mal. Dann gehen wir jetzt erstmal hier dran. Machen das alles wieder heile, wieder voll. Oh, Tränke haben sich nicht aufgefüllt. Hä? Warum füllen sich unsere Tränke nicht auf? Wir haben noch mehr als 2 Tränke eigentlich. Wir hatten doch gerade eben 4. Das weiß ich gerade nicht, warum die sich nicht auffüllen. Das ist ja nicht so cool irgendwie. Vielleicht darf ich nicht an den gleichen Punkt gehen, damit sich die Tränke auffüllen oder so. Die Lage gerät außer Kontrolle. Oh, steht auch noch einer rum. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber das sind Menschen. Er sollte sie retten. Ist auch nochmal eine Tür. Oh, die Tür ist verschlossen. Okay, da brauchen wir dann auch wieder irgendeinen Schlüssel erst für. Hier sind wir jetzt bei äußeren Mauern. Boah, es gibt so viele Abzweigungen. Ich weiß gar nicht, wo der richtige Weg hergeht. Also der uns im... Oh Gott, das sind 2 von denen. Oh Mann. Der uns im Spielfortschritt richtig voranbringt. Keine Ahnung. Oh shit. Ah, okay, lol. Da hat er sich gerade nice gedreht tatsächlich. Okay, ich habe nur den einen gepult. Das ist ja cool. So, dann... Willst du mich angreifen? Ha? Willst du? Zack. Ne, ich kann dir aber auch irgendwie dein Schild nicht weghauen, ne? Ist auch blöd, ha. Weiß nicht, hat das Schild einen bestimmten Wert? Oder ist das einfach, wenn er nicht genug Ausdauer hat? Ja, das scheint irgendwie damit zusammenzuhängen, ne? Gerade schien er irgendwie... Oder hat er gerade selber einfach seinen Angriff angefangen? Ich weiß es nicht genau. Wir können uns aber irgendwie manchmal so durchhauen. Das ist interessant. So, oh, ist hier irgendwas? Ne, doch nicht. So, dann mal anschleichen an den. Nehmen wir einen schweren Hit vielleicht direkt drauf. So, und bam. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war, oh, nice, das war richtig gut. Das war richtig toll.
Richtig, sweet, okay. So, der da steht doch eh jetzt auf, wissen wir doch beide. Komm, zack. Hä? Alter, du, wie hast du das gerade... What? Alter. Der ist ja voll am Mausrasten. So, sehr schön, okay. Gut, hier haben wir eine Tür. Hier können wir auch das Gebiet verlassen. Boah, wie... Alter, es gibt so... Hä? Achso, der steht wieder. Aua. Ey, boah, der hat so eine komische Attack-Animation. Meine Herren. Es gibt so viele... Boah, es gibt so viele Wege hier. Ich weiß gar nicht, wo ich her soll. Diesen Turm hier kann man auch noch hochlaufen, alternativ. Aber ich gehe davon aus, dass hier oben jetzt nur ein Gegner und eine Truhe ist oder sowas. Oh, warte mal. Oh, den kriegen wir. Perfekt. Oh, nice. Und ja. Boom, bitch. Get out of the way. So, oh, da ist noch so einer. Oh, wir können das irgendwie benutzen. Okay, mache ich gleich mal. Ich würde sagen, erst den Gegner killen. So, Freundchen. Und... Boom. Nice. Them one hits. Sehr schön. Also wir könnten auch natürlich die ganze Zeit sowieso ein schwereres Schwert hier nehmen. Zum Beispiel Fügung, Beständigkeit oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber die haben halt alle sehr viel höhere Gewichte, ne? Fügung würde eventuell noch gehen. Aber... Oh, hat auch eine höhere Attack Range. Ist in der Hinsicht auch ganz gut. Aber dann holt man halt auch langsamer damit aus und so. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Da steht jetzt schon wieder so einer drin. Ich will jetzt erstmal das Leuchtfeuer benutzen. Mal gucken, was da passiert. 1000 EP einfach, straight. Das ist natürlich auch cool. Uah, was? Oh, scheiße. Hat das jetzt Gegner rangerufen, oder was? Ja, komm. Get down. Nur den einen? Okay. Den einen kann ich handeln. Hat er jetzt schon befürchtet, dass so, hey, du hast eine Herausforderung gestartet. Jetzt kommen hier 5 Gegner hoch. Viel Erfolg. Okay. So, und dann geht's hier unten ja auch nochmal weiter, ne? Also hier. Oh, Mann, ey. Wo müssen wir her? Krasser Scheiß. Also hier scheint es zum nächsten Gebiet zu gehen. Das andere schien ja zumindest irgendwie turmintern zu sein. Und wahrscheinlich ist der Turm hier unten, also der Ausgang hier unten, verschlossen, weil das ist quasi der Ausgang von dem Dungeon, in Anführungsstrichen, den wir jetzt hier anfangen, wenn wir hier entlang gehen, ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, ich setze tatsächlich mal einen Punkt auf Magie. Eventuell müssten wir ja sogar Magie auf 12 hochleveln. Und dann können wir einen dieser erweiterten Zauber da machen. Müsste ich mal überlegen. Mal genauer gucken. Aber ich befürchte, ne, es ist ja hier so, dass die erste Stufe von den Zaubern kostet hier 12. Ne, guck mal, die hier hatte 8 gekostet am Anfang und kostet jetzt auch 12. Also selbst wenn wir hier irgendwo einen Punkt draufbringen oder so, wir müssten, glauben, richtig viel skillen, damit wir das dann auch weiter hochleveln können. Also ich weiß nicht, ob das dann mehr so, hey, ich will mehr Magier werden, ob das quasi der, oder ja, Kleriker in dem Sinne ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Oh, da hinten ist auch irgendwie eine Truhe und so. Das müssen wir im Hintergrund behalten. Im Hinterkopf behalten, wollte ich sagen. So, hier ist auch nochmal eine Truhe. Und da können wir irgendwas aufmachen. Wir sind aber wohlgemerkt noch nicht an dieser verschlossenen Tür. Vom Wachturm außen. Oh, da haben wir ganz viel Zeug bekommen. Ich würde sagen, ich gucke einfach immer zwischen den Folgen, ob da irgendwie neue Sachen bei sind oder so. Ich denke, das ist im Allgemeinen sinnvoll. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ah, okay. Das ist schon mal sehr gut. Dann bilden sich so langsam nämlich schon mal so... Gebietsabschnitte, dass man das schon mal so ein bisschen einschätzen kann. Okay, hier ist noch eine Truhe. Ja. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Da ist nochmal ein Großschwert und so dabei. Oh, eine leere Flasche. Das ist sehr gut. Den kriegen wir natürlich mit dem Trank voll. Gräber muss man pflegen und darf sie nie vergessen. Ich kümmere mich mit Freude um die Toten. Scheiße. Ich mich eines Tages, das ist ein Bossfight hier, oder? Sollte ich jemals Grund zur Furcht haben, fürchte es. Kann ich mich in einen der heiligen Schreine des Friedhofs zurückziehen. Sie werden mich vor dem Bösen bewahren, denn sie wurden zu der Zeit errichtet, als die Abtei erbaut wurde. Oh ja, das ist ein Bossfight. Damit sie nicht zu unseren begrabenen Helden gelangen. Oh oh, Anbeter. Oh mein Gott. Oh was? Was hier mit den Granaten? Okay. Komm, erstmal hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 19 Schaden. Da krieg ich ja gar keinen Damage davon. Zack. Der macht ja irgendwelche Dornen hier auch noch in die Gegend. Ich wollte mal gerade das Item looten. Ah! Anbeter, oha. Oh! Alter, ist gut. Aber er ist im Grunde so wie der erste Hüter, oder? Hey, heilt er sich? Oder habe ich dem einfach so wenig Schaden gemacht? Oh, der kann mich so stunnen? Alter. Alter, ist gut. Scheiße, ich habe nur einen Trank dabei und den muss ich jetzt schon nehmen. Kann ich im Grunde schon wieder komplett knicken. Oh, jetzt kriegen wir aber ein, zwei Schläge drauf wahrscheinlich.
Alter, das war gut. Das war gut. Oh, scheiße. Ah, dieser Stun ist immer richtig mies, ey. Okay, das ist der Stun. Ich muss auch die Animationen unbedingt auswendig lernen, so. Da schmeißt er welche Granaten. Da könnte man ihn, glaube ich, auch ganz gut angreifen in der Zeit. Aber das macht er immer nur, wenn wir weit weg sind, glaube ich. So, ah, jetzt hat er da wieder seinen Teil im Boden stecken. Okay. Oh, mies ist, wenn er... Oh, scheiße, weg hier, weg hier, weg hier. Er macht bestimmt irgendwas. Oh, oh. Oder? Kann ich ihn hauen? Er kriegt super wenig Schaden gerade. Aber ich kann ihn an sich hauen. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Vielleicht darf ich nur in die blaue Scheiße nicht reinlaufen. Oh, oh. 2500? Der hat mir gerade 2500 Schaden gemacht. Also, ein direkter One-Hit. Oh Mann. Ja gut, ich würde sagen, in die Richtung laufen wir erstmal nicht mehr weiter. hier spawnen die Bosse wahrscheinlich auch wieder. Oder die Bosse, Gegner, die normalen Gegner. Gut, dann kämpfe ich mich erst wieder einmal durch. So, Versuch 2 gegen den Boss. Diesmal haben wir den Vorteil, wir haben 6 Tränke dabei. Und, ja, das war einfach unser Vorteil. So ziemlich. So, und immer da, wo diese blaue Rotze dann aus dem Boden kommt, da kommt immer dann schon mal so ein... Ja, okay, verstehe. Weil da hat es mich gerade erst das halbe Leben schon gekostet, das zu verstehen. Ich muss natürlich gleich auch erst einmal meine Seelen noch einmal kurz einsammeln. Also Seelen, Erfahrungen, wie auch immer. So. Okay. Mal draufhauen. Oh, weg, 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 weg. Oh Mann, dass ich immer diesen Stun abkriege, ne? Blocken, blocken, blocken. Oh Gott. Ich bin ausgewichen. Lol, das war nice. Oh Mann, schon wieder. Mann, ich drücke A und Leertaste, aber nein. Manchmal will er auch einfach nicht blocken. Manchmal hat er einfach keinen Bock. Und weg, 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 weg. Also die... Das, also, keine Ahnung. Vielleicht darf ich den dritten Hit auch einfach gar nicht machen. 1, 2 und weg. Ja, das war schon mal etwas besser. Ja, toll. Toll. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, das ist eine gute Range tatsächlich, weil da macht er noch nicht seine anderen komischen Zauber, aber wegspringen. Also ich darf auch nicht seitlich um ihn herum springen, weil das ein kompletten Gebiet um ihn ist. Das ist quasi wie so ein Erdbeben. Aber ich kann natürlich weglaufen, weglaufen. Ah, jetzt kommt wieder der Kack, wo er wieder irgendwie dann 2500 Damage macht oder so. Ich laufe mal einfach komplett, ja, komplett weg. Darf ich nur nicht in diesen blauen Gebieten drin sein oder was? Oder was passiert jetzt? Oder muss ich in die blauen Gebiete? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist ja kacke. Einfach on-hit killen über die ganze Karte. Brr, was soll ich da machen? Keine Ahnung. Das ist ja echt ein bisschen doof. Hey, sind die ganzen Mobs gar nicht wieder da? Lol, die Leichen sind alle weg. Hä? Wir sind aber doch gerade gestorben. Warum sind die ganzen Mobs wieder weg? Das ist ja strange. Eigentlich müssten die doch dann respawnen. Die hier oben sind auch respawned. Das ist ja interessant. Na, komm. Aber die Sache ist auch, da unten ist noch diese Wachturmtür. Ich hatte eben dann interessehalber doch einmal geguckt, ob wir die benutzen können. Aber da steht dann halt, die ist von der anderen Seite blockiert. Und das heißt für mich so viel wie, ja, ich muss ja irgendwie auf der Innenseite hier hinkommen. Und ich bin ja zum Boss gekommen, wenn ich hier runtergesprungen bin. Sprich, es wird ja auch irgendwo hier nochmal weitergehen. Ich bin ja erstmal versuchen, ihn jetzt gerade nochmal Platz zu machen. Aber ich muss ja von hier aus irgendwie jetzt noch weiter runterkommen, wenn ich die Höhen so ungefähr richtig einschätzen kann. Ja, komm, hau noch ein, zwei Mal drauf. Okay. Da wird es wieder mit Schwert und Schild. Also irgendwo hier muss es eigentlich weiter runter gehen. Diesmal sehe ich allerdings nicht irgend so eine Treppe, wo das irgendwie der Fall sein könnte. Hier kommen wir dann halt wieder hier raus. Wir könnten höchstens... Da läuft noch irgend so ein Weg entlang. Können wir da rüber springen? Würde ich einmal ausprobieren. Huah! Nee, okay, das ist eindeutig blockiert. Das ist der Turm... Achso, das ist sowieso... Hä? Nee, Moment. Was? Das ist ja weird. Ich muss gerade einmal so ein bisschen Überblick über die Karte. Warte mal, da geht's in einen anderen Raum. Ach nee, doch nicht. Das sah ein bisschen trügerisch aus. Hier wie eine Tür. Wie so ein Türloch, aber nein, kein Türloch. Jo, das heißt, hier kommen wir runter, laufen hier jetzt diese Mauer entlang. Oh, da ist bestimmt auch irgendwas. Guck mal, da können wir so draufspringen, oder? Hä? Können wir hier nicht so draufspringen? Oh, doch, doch, doch. Ich glaube, das geht. Mit ein bisschen üben vielleicht. Na komm. Nee, oder auch nicht. Ist da oben denn irgendwas? Sehen wir hier ein Item oder so? Hier nochmal gucken. Ne, da sehe ich aber auch nichts. So, das Mob hier unten ist auch nicht respawned. Und hier steht die Tür von der anderen Seite blockiert. Das ist ja auch etwas weird. Wenn ich jetzt einfach mal den Weg hier weiter entlang laufe.
Hier ist wieder so ein Teil, aber es öffnet sich noch nicht. Okay. Dass wir erst einen Boss in der Nähe besiegt haben wahrscheinlich. Oh, kann natürlich auch gut sein, dass ich, nachdem ich den ersten Hüter platt gemacht habe, auch zu dem allerersten Teil konnte. Wo die Erklärung kam. Hier, das ist so ein Teil. Da müsste ich vielleicht auch nochmal hin. Vielleicht kriegen wir da auch eine gute Belohnung. Was bist du eigentlich für einer, Alter? Du machst ja richtig unnormale Angriffe hier schon wieder. Oh, meine Herren. So, komm, ein Angriff noch. Nein, aua. Einen noch. Einen Angriff. Ja, geht doch. Meine Herren. Gut. Erstmal einen Trank trinken. Das war wahrscheinlich ja ein bisschen over the top. Ja, okay, ist es. Oh, da müssen schon wieder mehr von denen sein. Ach, scheiße. Manchmal vertausche ich also Waffe wechseln und Waffe benutzen. Bei einer Nebenhandwaffe wird manchmal so ein bisschen von mir vertauscht, leider. Komm, einmal noch draufschießen. Ja, jetzt ist er fast down. Und jetzt noch einmal. Nein, okay. Einmal was blocken. Ja, und jetzt zack. Okay, gut, ja, also den Boss kriege ich irgendwie auch noch nicht hin. Ist ein bisschen blöd, weil jetzt meine Seelen liegen. Sprich, wir müssen da relativ früh hin, auf jeden Fall, bevor wir sterben. Da vorne ist allerdings noch so ein Speicherpylon. Von hier aus ist der Weg auf jeden Fall schon mal ein bisschen kürzer. Schon mal auch nicht so schlecht. So, den machen wir schon mal ein bisschen platt hier. Okay, hier ist noch so ein Teil. Okay. Ja, auch noch ein Boss. Würde sein. Oh, einige Sachen haben wir bekommen. Oh, das ist Kaslo, ne? Erstmal gerade speichern hier. Dann ist zumindest das hier der in Anführungsstrichen richtige Weg. Ach, und von hier aus kommt man auch an den Boss dran. Ah, dann sind das nur zwei verschiedene Wege, die zum gleichen Dingens führen. Okay. Aber ich würde sagen, das wär's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und morgen werden wir dann mal mit Kaslo reden. Wir können noch einmal kurz einen Blick hier auf unsere Waffen. Haben wir irgendwas Interessantes bekommen? Müsste was Leichtes sein. Letzter Ausweg. Das sind Kurzschwerter. Ach, die trägt man in jeder Hand eins. Das würde ich zumindest gerne einmal ausprobieren. Auf jeden Fall. Aber die sind ein bisschen schwer. Müssen wir eventuell mit Schild oder so ausgleichen. Oh, hier ist noch ein Schild, was noch leichter ist, aber auch weniger Rüstungswert nochmal bringt. Ja, schade. Gut, dann muss ich mal ein bisschen gucken, wie wir das am besten hier alles so ein bisschen feintunen, damit wir irgendwie auf den höchsten Rüstungswert kommen und trotzdem noch im grünen Bereich bleiben. Wortwörtlich. Einmal noch zum Zeigen, wenn ich jetzt das volle, schwere Set ausrüste, ne, dann wird die Zahl hier gelb. Und sobald die gelb ist, heißt es im Grunde genommen, wir sind super träge und kommen gar nicht mehr voran. Genau, deswegen, irgendwie wird es hier so ein mittleres Set sein, aber selbst da muss ich ein paar Abstriche anscheinend machen. Teilweise habe ich individuell bessere Items, muss man einfach so ein bisschen gucken, wie man das wo kombinieren kann, wo ich jetzt zum Beispiel gerade noch Abstriche machen kann und so. Genau, okay, dann bis morgen, Freunde, tschüss.